Analytische Geometrie. Ich habe hier zum Beispiel einen, nehmen wir den da. Ich habe hier so einen Punkt A und der hat die Koordinaten 1, 2, 3 und ich will jetzt 7 Einheiten in die Höhe. Ja, gehe hoch. Wenn ich wirklich senkrecht hoch gehe, ja, also hier habe ich A und da habe ich A', dann ist es einfach. A' ist 1, 2, 10, 7 Meter hoch. Wumm, ja. Häufig ist es aber so, ich habe irgendwas Schiefes, ja, und ich muss hier 7 Meter schief hoch, dann habe ich normalerweise so eine Ebene, ich habe den Punkt A, und die Ebene hat einen normalen Vektor und ich muss entlang des normalen Vektors hoch. Jetzt nehme ich mal den normalen Vektor 304. So, den normalen Vektor 304, also irgendwie 7 Meter hoch. Ich empfehle, den normalen Vektor zu normieren, wie wir es in der Hesseform kennen. Also die, ich habe ihn schön genommen. Betrag von n ist in dem Fall Wurzel aus 9 plus 16 ist zufällig 5. Jetzt, wenn ich das mal ein Fünftel nehme, 304, dann hat er die Länge 1. Also dann ist das hier so 1 lang, also mein n0. Ja, und wenn ich den 7 mal nehme, dann bin ich 7 Meter in die Richtung von n0 gelaufen. Also mein a' ist in diesem Fall. So, A' ist A plus 7 mal dieser normierte normalen Vektor. Also A' ist in dem Fall, bisschen Platz machen. Also wenn jetzt, so. Also A ist 1, 2, 3 plus 7 mal ein Fünftel mal 3, 0, 4 ist Punkt, Punkt, Punkt. Das könnte ich mir vorstellen, also eine meiner Lieblingsaufgaben, aber die war noch nie im Abi dran. Ich würde sie dran nehmen. Wenn ich so eine Pyramide bauen soll und ich sage, die Pyramide soll eine bestimmte Höhe haben. Ja, ich möchte eine Pyramide mit der Höhe 7. Und dann, und wenn die Pyramide gerade liegt, ja, dann gehe ich senkrecht hoch, dann einfach aus 3 macht 10 und habe die Höhe 7. Und wenn die Pyramide so schief liegt, dann muss ich diesen Trick über diesen normierten normalen Vektor machen.